Saß mein Anzug richtig? Stand ich gerade? Wer gerade steht, strahlt Sicherheit aus, hat Dad immer gesagt. Das ist es, was unseren Kunden fehlt. Das Gefühl von Sicherheit. Und wir geben es ihnen wieder. Ja. Guten Morgen, Mrs. Devlin. L&C Wilder Limited. Zu Ihren Diensten. Wo ist dein Vater? Tot, Ma'am. Er starb kürzlich bei einem Einsatz für die Agentur. Das ist nicht einmal gelogen. Auch wenn er im Arbeitszimmer nur eine Glühbirne auswechseln wollte. Der Stromschlag traf ihn so unerwartet wie ein hinterhältiger Geist. L&C Wilder Limited? Hilfe bei übersinnlichen Problemen? Bereits in der 6. Generation. Musst du nicht in der Schule sein? Die Kinder der Familie Wilder werden traditionell zu Hause unterrichtet. Also ich weiß nicht. Sie machen sich Sorgen um Ihren Hund Jasper, richtig? Ja, Jaspers Leben ist in Gefahr. Stimmt, Tod durch Umarmung. Am Telefon erzählten Sie meiner Sekretärin, dass er von einem Geist besessen sei. Keine Reaktion. Kein Wunder. Zu Hause ist er immer völlig normal. Kommen Sie, junger Mann. Wir gehen zur Brücke. Gleich sind wir da. Achten Sie auf Jasper, sobald wir die Brücke betreten. Ist das jedes Mal so? Nur bei klarem Himmel. Ach. Seit Jahrzehnten springen Hunde hier in den Tod. Genau hier? Ich verstehe. Wir müssen runter von der Brücke. Einen Moment noch. Besser? Sie hatten recht, irgendwas traurig. So traurig. So unendlich traurig. So unerträglich traurig. Das war knapp. Ich habe so viel Traurigkeit gespürt. Es war, als ob mich jemand zu sich riefe. Eine Frau? Ich glaube schon, ja. Dann ist es also wahr. Was ist wahr? Man sagt, dass der Geist von Lady Dunsford die Hunde in den Tod lockt. Lady Dunsford? Die Witwe von Baron Dunsford, dem Erbauer der Brücke. Sie vergötterte ihren Mann über alles. Sein Tod brach nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Verstand. Danach sah man sie täglich auf der Brücke stehen und verzweifelt weinen, bis zu ihrem eigenen Tod. Und danach. Die Hunde spüren das wohl. Sicher, Hunde haben eine feine Nase für sowas. So wie ich. Nochmals danke für Ihre Hilfe eben auf der Brücke. Solange ich das Amulett trage, schützt es mich vor dunkler Magie. Würden Sie es mir für meinen Jasper verkaufen? Nein, aber ich kann Ihnen trotzdem helfen. Ist Lady Dunsford auf der Brücke gestorben? Soweit ich weiß, starb sie in einem Altersheim. Aha. Dann wurde sie also nahe der Brücke begraben. Nein, das Familiengrab der Dunsfords ist hier in Doubleton. Seltsam. Was ist daran seltsam? Geister sind an den Ort gebunden, an dem sie gestorben sind oder wo ihr Körper begraben wurde. Ein Geist, der vollkommen ungebunden herumspukt, ist äußerst ungewöhnlich. So? Ja. Das wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Gespräch? Bis Mitternacht bleibt noch genügend Zeit, mich zu stärken. Mit Magie? Mit Stantons Cornish Pasty. Dürfte ich wohl Ihren Ofen benutzen? Und Sie wollen ganz sicher mit dabei sein, wenn ich mit dem Geist Kontakt aufnehme? Keine Angst, ich bin robuster, als ich aussehe. Noch robuster? Hier. Was soll das? Das wird ein Schutzkreis. Innerhalb des Kreises sind wir sicher. Sicher? Falls der Geist nicht damit einverstanden ist, dass wir ihn austreiben wollen. Und was ist das? Das ist ein auf Ziegenhaut geschriebener Weckruf für Lady Dunsford. Wenn ihr Geist noch auf Erden weilt, wird sie hier erscheinen.
Ich werde Ihrer Ladyschaft erklären, was durch Ihre Anwesenheit mit den Hunden passiert. Sie wird sicher verstehen, dass ich Ihren Geist von diesem Ort lösen muss. Und wie? Mit einem Bannzeichen. Und wenn sie hier bleiben will? Dann muss ich den Kreis verlassen und verdammt schnell sein. Wer stört mich in meiner Trauer? Bitte verzeihen Sie, Lady Dunsford. Aber durch Ihre Anwesenheit an diesem Ort sind bereits über 60 Hunde zu Tode gekommen. So war es abgemacht. Abgemacht? Aber ja, im Austausch für Ihre Seelen ist es mir erlaubt, auf ewig weiter zu trauern. Warum? Meine verbliebenen Lebensjahre waren nicht genug, um den Verlust meines geliebten Mannes zu beweinen. Aber all die Hunde... Was ist schon ein Hundeleben verglichen mit einem gebrochenen Herzen? Normalerweise können Menschengeister weder sehen noch hören. Dein Jasper wird der Nächste sein! Trotzdem scheint Mrs. Devlin den Geist hören zu können. Dies ist eine ungewöhnlich starke Erscheinung. Ich muss den Geist ablenken, damit... Oh nein! Verdammt! Das war so jetzt nicht geplant. Ich... Mist. Bleibe... Mist, Mist, Mist. Hier! Verdammt, das war knapp. Was ist passiert? Mein erster Auftrag ohne Dad. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Mrs. Devlin und ich waren heute Morgen noch einmal auf der Brücke. Aber weder der Hund noch ich haben etwas gespürt. Zur Sicherheit habe ich das Bannzeichen auf dem Grab mit einem Nagel nachgeritzt. Zwei Fragen bleiben allerdings unbeantwortet. Mit wem hatte Lady Dunsford jede Vereinbarung getroffen? Und warum konnte sich ihr Geist so weit vom Sterbeort entfernen?